Tag, der Marco vom Ehrlichen Essen. Heute machen wir wieder mal einen Burger und zwar den Big Rösti von McDonald's. Ich habe gemerkt, der Burger ist echt beliebt bei euch. Ihr habt euch den ganz oft gewünscht und deswegen mache ich den heute nach. Wie immer, ganz einfach, ganz schnell. Da unten, bei mir in der Küche. Alles, was wir brauchen für den Big Rösti, das seht ihr hier. Wir brauchen Eier, wir brauchen ein bisschen Käse, Kartoffeln für den Rösti, Schmierkäse, normalen Käse, Rinderhack, Bacon, wir brauchen Salatmayonnaise, wir brauchen so eine Reibe, da ohne das geht's nicht. Wir brauchen hier Burgerbrötchen, selbst gemacht. Habe ich schon gemacht, ganz oft, oder was heißt ganz oft, einmal. Das Video verlinke ich jetzt hier, genau da. So, wir brauchen eine Pfanne und wir brauchen einen Topf. Und jetzt fangen wir mal an. Hier sind meine Teiglinge für die Brötchen. Die mache ich mir jetzt ein ganz bisschen nass mit Wasser oben drauf. Eben die Handfläche mit ein bisschen Wasser einreiben und nass machen. So, jetzt werden die ganz kurz eingeschnitten. So kreuzförmig. Perfekt. Und jetzt kriegen wir ein ganz leichtes Topping mit Streukäse. Nur so ein bisschen. Und mit ein bisschen Bacon. Da kann man auch Schinkenwürfel nehmen. Ich nehme jetzt aber ein bisschen Bacon, weil Bacon brauchen wir eh. Aber man muss nicht alles doppelt kaufen. Den habe ich nur klein geschnitten. So, ein bisschen festdrücken. So. Und die kommen jetzt in den Ofen für etwa, naja, 10 bis 12 Minuten bei 180 Grad. Und dann sind die Brötchen auch schon fertig. Das sind 500 Gramm festkochende Kartoffeln. Und die reiben wir jetzt mit Hilfe unserer Reibe einfach schön runter. Und zwar mit der groben Fläche. Also drauf. So, zack, da ist die Reibe. Und runterreiben. Und auf die Fingerchen achten. Das mache ich eben fertig mit den ganzen Kartoffeln und dann sehen wir uns schon wieder. Da sind unsere fertigen Kartoffeln, unsere naja, Kartoffelstifte, runtergeriebenen Kartoffeln. Die sind jetzt so viel zu feucht, die müssen wir jetzt entsaften. Und zwar am besten in so ein Küchenkrepppapier hier. Kommen wir einfach drauf, oder? Das seht ihr nicht. Da hinten sind sie drauf. Moment. Man sieht hier schon, was für eine Feuchtigkeit da drin steckt. Das muss raus. So, kleinen Moment, gleich seht ihr wieder was. Brett zur Seite. Hier habe ich eine Schüssel. Hier ist mein Kartoffelkram. Und den drücke ich jetzt schön aus. Da kommt die ganze Pampe raus. So lange drücken, bis ihr meint, ihr habt da schon gut was rausgekriegt. Das mache ich jetzt eben und dann geht es gleich weiter. Und hier, das ist so eine Feuchtigkeit, die kommt gleich weg. Da sind sie jetzt, die Kartoffeln, von ihrer Feuchtigkeit befreit. Da kommt jetzt rein ein mittelgroßes Ei, ne? Ei, mittelgroß. Und einfach rein damit. So, und 2 Esslöffel Mehl. Ja, 1 Esslöffel. Und jetzt 2 Esslöffel Mehl. 1, 2. Außerdem schmecken wir das jetzt ab mit Salz und Pfeffer. Schön salzen, da kann ruhig ein bisschen was ran. Und Pfeffer. Und das Ganze vermengen wir jetzt mit den Fingern.
So, Spitze zur Seite stellen. Fertig. Das kann jetzt noch ein bisschen stehen bleiben. In der Zwischenzeit holen wir unsere Brötchen raus. Da sind sie. Unsere selbstgemachten Big Rösti Brötchen mit dem zerlaufenden Käse und dem Speck. Wunderbar. Die kühlen jetzt wie immer in meiner Brotschale aus. Unter einem Handtuch gelegt. Dann bleiben die nämlich schön weich und soft und warten darauf, gleich wieder benutzt zu werden. Also Handtuch drauf und warten, bis sie wieder dran sind. Im Big Rösti haben wir natürlich diese tolle Käsesoße, also machen wir uns auch eine schnelle Käsesoße. Dazu einfach hier Salatmayo, ne? Salatmayonnaise. Nehmen wir mal 4 Esslöffel. So. Und ganz normalen Schmierkäse. Genau die gleiche Menge. Auch 4 Esslöffel. Bei leichter Hitze, bei mir 3 von 6. Eben zusammenkochen. Verrühren. Fertig ist die Soße. Das Ganze würzen wir auch wieder mit ein bisschen Salz. Mit ein bisschen Pfeffer und ein kleiner Spritzer Senf, etwa ein Teelöffel. Und das Ganze verrühren wir, wie gesagt, zu einer schönen Soße. So, wenn es gleich flüssig ist, melde ich mich wieder. So, es dampft, die Soße ist schön cremig, hat sich verbunden. Jetzt schalte ich den Topf einfach auf niedrigste Stufe, auf 1, damit wir gleich noch eine schöne warme Soße haben und es sich anbrennt. Die Pfanne an ist der Herd auch, aber so kalt draufgestellt. Da legen wir jetzt erstmal unseren Speck rein und braten uns jetzt erstmal eine Runde Bacon. Das kennt ihr, in die kalte Pfanne ohne Öl, weil der Bacon ausreichend Fett hat, gleich Fett verliert, in seinem eigenen Saft quasi brutzelt. Und warum in die kalte Pfanne? Weil so wird das Fett langsam heiß, langsam warm, tritt aus und der Speck wird richtig schön knusprig, so wie er soll. Ihr seht, der Speck ist schön am Brutzeln. Jetzt wende ich den einmal. Und lass ihn weiterbraten. So, der Speck ist angebraten. Ich mag ihn so. Ihr könnt ihn aber krosser machen, wie ihr möchtet. Der wird ja auch gleich noch ein bisschen härter, dadurch, dass er in der Luft liegt. So, die Pfanne bleibt heiß. Die Brötchen sind fertig. Die Soße ist fertig. Der Speck ist fertig. Jetzt kümmern wir uns um die Röstis. Dafür ordentlich Öl in die Pfanne. So. Perfekt. Und ich behilfe mir jetzt mit so einem Dessertring, indem ich da den Dessertring in der Mitte lege. Vorsichtig, rutscht da jetzt nicht drauf rum, weil sonst macht die Pfanne kaputt. Das wollen wir nicht. Und jetzt kommt unser Rösti da rein. Bisschen andrücken. Vorsichtig mit den Fingern. Super. Und der bleibt jetzt auf beiden Seiten für etwa 3 bis 4 Minuten, Stufe 4 von 6 habe ich jetzt, und den backen wir schön aus. So, den Dessertring habe ich abgemacht nach etwa 1,5 Minuten, brauche ich nicht mehr. Jetzt wollen wir den ja noch wenden, den Kollegen. Ja, perfekt. Auf beiden Seiten schön goldbraun, kommen jetzt zur Seite auf ein Zebra-Wisch-und-Weg-Tuch
und einer Platte. Und die kommt jetzt in den Backofen. Den habe ich angelassen, so bei 60, 70 Grad, damit die nicht auskühlen. Weil wir müssen uns jetzt noch ums Fleisch kümmern. Ich mache jetzt aber erst noch meine restlichen Röstis. Wir sehen uns gleich wieder beim Fleisch. Die Röstis warten im Backofen auf den Hauptdarsteller, naja, zumindest den zweiten Hauptdarsteller, das Fleisch. Das kommt jetzt hier rein. Salzen, Pfeffern und auf jeder Seite etwa 3 bis 4 Minuten braten. Nach dem Wenden salzen nicht vergessen. Jetzt stellen wir das ein bisschen runter auf 3, damit es gleich langsamer durchzieht. Und unsere beiden Käsescheiben gesellen sich schon dazu. So, das Fleisch ist fertig. Raus damit! Und wir gehen ans Burger anrichten. Unser Brötchen. Schön weich. Perfekt. Käse, Speck, was will man mehr? So, der untere Deckel. Jetzt kommt unsere Käsesoße auf den unteren Deckel. Wie die duftet. Wahnsinn! Jetzt unser Fleischpatty. Na, das war noch ein bisschen heiß. Unser Fleischpatty. So. Jetzt der Kartoffelrösti. Drauf. Wunderbar. So, nichts vergessen, den Speck. Kommt der Speck drauf. So, auf allen Seiten so ein bisschen rumgucken lassen. Und auf unsere obere Hälfte wieder ein bisschen Käsesoße. Bei der Käsesoße müsst ihr aufpassen, auch wenn ihr die auf Stufe 1 macht, dass die nicht zu fest wird, weil die ja an Feuchtigkeit verliert. Dann lieber runternehmen, die bleibt eine ganz schöne Zeit lang warm. So, Deckel drauf, fertig ist der Homemade McRösti, Big Rösti, nicht McRösti. So, hier ist noch ein bisschen viel Soße, sieht nicht so schick aus. So, fertig. Das war's, so schnell, so einfach, ach was, ich sag's ja immer, aber es ist ja so, ist der Homemade Big Rösti, oh Mann, was für ein Hammerteil, richtig lecker. Ich beiß da rein und sage tschüss, ciao, euer Marco. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Stopp! Da wird gar nichts gegessen, mein Freund. Hä? Nichts da probieren. Nein, 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 nein. Nicht mal kurz lecken. Warum? Wir beide wollen noch dünner werden. Das hast du ja wohl nicht vergessen. Auf unserem neuen Kanal. Ehrlich abnehmen. Ja, ehrliches Abnehmen. Von mir, für euch, für alle, die auch abnehmen wollen. Ich beim Abnehmen, hoffentlich. Würde mich freuen, wenn ihr da reinschaltet, okay? Ich verlinke das hier mal. Und du? Burger wegtun, Sohnemann geben. Tschüss, ciao, euer Marco vom ehrlichen Essen und ehrlichen Abnehmen. Nicht? Oh Mann, oh! Ciao! Durstig. Und zwar, es ist Januar, draußen ist es, wenn wir ehrlich sind, ist es so warm, dass an den meisten Knödeln die Blumen sprießen. Aber egal, es ist Januar, es wird Zeit für den Big Rösti von McDonald's. Wie einfach, wie schnell der Big Rösti... Blöde Ansage. Nochmal.
Welches Essen geht natürlich weiter? Ist ja klar. Stopp! Voll daneben!